Jo Leute, was geht? Ich bin Rebecca, ich bin wieder da mit einem neuen Video für euch und somit einem neuen Prank an meine beste Freundin Lan. Ihr habt nämlich beim letzten Prank-Video, dem mit dem lebendigen Teddybär, so viele Daumen nach oben gegeben. Also Dankeschön dafür, danke für euren heftigen Support, ja. Und unten in die Kommentare so oft geschrieben, bitte prank nochmal Lan, dass ich mir dachte, okay, das machen wir jetzt einfach mal. Und zwar mit einem Ich-bin-schwanger-Prank. Ja, ich werde Lan einfach mal veräppeln und so tun, als wäre ich schwanger von, meinem Freund. Passt ja nicht, weil ich keinen habe. Ich weiß nicht, wen ich nehmen soll oder wie ich ihr das erklären soll, keine Ahnung. Aber ich hoffe, sie kauft es mir ab. Und mit einem gefälschten Schwangerschaftstest. Weil ohne Schwangerschaftstest wäre es ja alles nicht so richtig glaubwürdig. Deswegen, ja, ich muss ja einen haben, wenn ich weiß, dass ich schwanger bin. Ne? Wäre ja irgendwie logisch. Deswegen werde ich einen kaufen und präparieren. Auf jeden Fall habe ich ihr so ein paar Hints gegeben schon vorab, ja, als sie noch hier war. Sie ist gestern abgereist, gestern Abend, weil sie brauchte noch irgendwie Bücher von zu Hause oder so. Eigentlich wollte sie das ganze Wochenende bei mir bleiben, aber naja, okay, wenn sie mal wieder was vergisst und braucht, toll, Lan, toll. Aber dafür kann ich halt die Zeit nutzen und sie pranken, weil ich glaube, wäre sie hier, wäre das einfach noch schwerer. Ja, auf jeden Fall habe ich ihr so ein paar Hints gegeben. Ich dachte mir nämlich, ich erzähle dir einfach mal, dass meine Tage ausbleiben. Ich habe gar keine Ahnung, wie das passieren kann, weil normalerweise kriege ich die immer pünktlich und so weiter. Das habe ich ihr auch erzählt. Und sie meinte noch so als Scherz, ja, bist du schwanger oder so. Ihr kennt diese Sätze, ne? Auch wenn du plötzlich irgendwie voll Bock hast auf saure Gurken oder sonst irgendwas komisches oder komische Essenskombinationen, plötzlich süß, dann wieder salzig und so, dann kommen immer so Kommentare wie, bist du schwanger oder was, ja? Sowas kam von Lan auch und sie hat da so rumgelacht und meinte, ja, bekommst du schon noch und so weiter. Ich dachte mir, ich mache dann heute den Test und berichte ihr davon, jetzt wo sie nicht da ist, ne? Drama, Drama, Leute. Ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Pranks sehen wollt. Schaffen wir 40.000 Daumen nach oben, dann prank ich wieder Lan. Schreibt auch gerne Ideen unten in die Kommentare. Irgendwas Lustiges, was ihr meint, was vielleicht bei Lan funktionieren könnte. Ich hoffe, sie sieht das nicht. Nee, Leute, das ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Keine Ahnung, aber lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Ich würde jetzt sagen, wir schauen jetzt einfach mal und dann geht's los. So, wir chillen uns jetzt mal eben kurz aufs Sofa und ich schaue mal, ob ich irgendwas finde, was uns irgendwie helfen könnte. Was geben wir denn hier ein bei Google? Schwanger Prank wie oder so? Schatz, ich bin schwanger. Dieser Prank geht nach hinten los. Gefälschten Schwangerschaftstest. Oh, oh. Aber okay, Lan ist ja nicht mein Freund. Also, ich will mal aber trotzdem ihre Reaktion sehen. Eine Schwangerschaft vortäuschen. Vicky How. Oh mein Gott, das müssen wir uns unbedingt durchlesen. Okay, als erstes, was haben wir hier? Ein falscher Test. Die einfachste Möglichkeit ist, einen Fake-Test im Internet zu kaufen. Okay, ich hätte den vielleicht noch kaufen können. Aber, Leute, aber... Ich weiß nicht, ich muss verdammt lange warten, weil der ganz aus Amerika kommt. Und da steht wahrscheinlich alles auf Englisch drauf. Deswegen weiß ich nicht so ganz, ob der realistisch wäre. Also... lassen wir das mal lieber. Zweitens, tunke den Schwangerschaftstest in Cola oder Pepsi. Manche Inhaltsstoffe darin ähneln Schwangerschaftshormonen, weshalb sie dir ein falsches Positivergebnis verschaffen. Was? Ernsthaft jetzt? Echt jetzt? Das wusste ich gar nicht. Ich weiß zwar, dass man viel mit Cola irgendwie sauber machen kann, aber man kann damit einen Schwangerschaftstest faken. Echt jetzt? Wir probieren es auf jeden Fall mal aus. Drittens, öffne den Test und zeichne eine Linie, um ein positives Ergebnis zu erhalten. Okay, ich glaube, das klingt irgendwie am besten, oder? Mache einen abgelaufenen Schwangerschaftstest, um ein falsches positives Ergebnis zu bekommen. Wo soll ich einen abgelaufenen Schwangerschaftstest herbekommen? Digga, das geht doch gar nicht. Oder hier, lass dir die Probe einer schwangeren Freundin geben. Alles klar, Leute, alles klar. Nein, das lassen wir ganz. Ich belästige einfach draußen irgendwelche schwangeren Frauen. Nein. Warum wird ein Schwangerschaftstest bei Apfelsaft positiv? Ich habe mir mal den Spaß erlaubt und Schwangerschaftstest mit Apfelsaft getestet, nachdem hier jemand schrieb, die Billigtests sind Müll und werden sogar bei Apfelsaft positiv. Und siehe da, alle 4-One-Step-Tests sind positiv geworden. Mit Apfelsaft, das wird ja aber besser. Zunächst noch Fanta, Sprite, vielleicht auch nur normales Wasser. Egal. Wir werden jetzt auf jeden Fall losgehen, einkaufen. Wir werden Schwangerschaftstests kaufen und ja, mal gucken. Ich werde mir was überlegen und ja, zur Not die Striche selber reinmachen, weil Lan will bestimmt irgendwie einen Beweis sehen und ich brauche einfach einen Schwangerschaftstest. Ich brauche einen positiven Test, Leute. So, dann wollen wir mal shoppen gehen. Shoppen vor allem, ja. Jetzt müssen wir mal schauen, wo hier Schwangerschaftstests sind. Ich glaube nicht bei den Shampoos, also müssen wir mal weiterschauen. Hier vielleicht? Bei den Taschentüchern und so? Oh mein Gott, ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden. Ich glaube, wir sollten den hier mitnehmen, weil da erkenne ich auch die Farbe, weil bei den anderen sieht man das, glaube ich, gar nicht. Ist aus dem Frühtest. Oh mein Gott, noch besser. Ich würde sagen, nehmen wir gleich mal den Doppelpack mit, falls der eine von mir verkackt wird. Habe ich noch einen anderen.
als Reserve. Die Leute, perfekt. Ich habe hier einen rosanen Textmarker gefunden, den wir benutzen können für den Test. Ich hoffe, das passt von der Stärke her. Die sieht nämlich nur leicht rosa aus. Schwangerschaftstest, check. Und jetzt werde ich aber nochmal nach einem dünneren Stift gucken. Falls das mit dem Textmarker nicht hinhauen sollte, habe ich noch einen dünneren rosanen Stift. Und ja, den brauche ich jetzt noch und dann kann es losgehen. So Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause mit gleich 2 Packungen Schwangerschaftsfrühtests. Ja, eigentlich war ja schon eine Packung sauteuer, aber ich dachte mir, nee, ich nehme gleich 2 Packungen mit, dann habe ich gleich 4 Stück. Und wir probieren einfach mal diese Hacks aus. Kann man die überhaupt Hacks nennen? Ich glaube nicht so, oder? Diese Tipps aus, wie man einen Schwangerschaftstest für einen Prank positiv bekommt auf WikiHow. Ja, hier ist Cola drin, hier ist Apfelsaft drin. Sieht sehr lecker aus, ich weiß. Mal gucken, ob das stimmt. Ich kann mir das so schwer vorstellen. Ich glaube, das geht gar nicht, oder? Es verfärbt sich auf jeden Fall. Nicht schwanger, Leute, wir sind nicht schwanger. Das stimmt überhaupt nicht. Was ist das für eine Verarsche? So, tun wir es jetzt mal bei Apfelsaft rein. Mann, dafür habe ich jetzt über 10 Euro ausgegeben, ey. Das ist so kacke. Bitte, bitte lass ihn schwanger sein, bitte. Bitte, wir müssen schwanger sein. Bitte. Ich glaube, das wird auch nichts. Das sieht schon schlecht aus, glaube ich. Apfelsaft funktioniert auch nicht, Leute. Das ist sowas von eine Verarsche. Aber damit ist jetzt auf jeden Fall der Mythos geklärt. Es funktioniert weder bei Cola noch bei Apfelsaft. Aber ich hätte mich auch ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, dass es echt tatsächlich funktioniert. Weil das wäre ein bisschen strange. Aber ja, jetzt wird es spannend. Ich habe den Test auch bekommen hier. Und jetzt muss ich das genau in das Fenster irgendwie malen. Zum Glück habe ich irgendwelche Fineliner hier gekauft. Wie viel Mühe ich mir hier gebe, okay? Nur um schwanger zu sein. Okay, hoffen wir mal, das funktioniert. Ey Leute, das sieht so echt aus. Oh mein Gott. Ich habe jetzt 2 rosa bzw. pinke Linien raufgemalt. Das heißt, wir sind schwanger. Wir bekommen ein Baby, Leute. Aber eigentlich ja nicht. Aber das sieht echt gut aus. Ich hätte jetzt anfangs gedacht, das sieht übelst fake aus. Aber nein, das sieht wirklich echt aus. So, Handy ist verbunden und wir schreiben jetzt Lan an. Und zwar habe ich mir so schon überlegt, wie ich sie anschreiben könnte. Ich werde so fett hinschreiben, so, oh mein Gott, Lan, in ganz groß. Weil, ich habe ja schon das in meinem WhatsApp-Video gesagt, man denkt immer, da sei irgendwas Schlimmes passiert. Irgendwas muss passiert sein, wenn jemand einen so anschreibt. Also tun wir es auch einfach mal, in der Hoffnung, dass es bei ihr auch funktioniert. Sollen wir noch ein Emoji für mehr Drama hinmachen? Ich überlege gerade, was für einen könnten wir nehmen? Ja, ich glaube, der funktioniert. Ich glaube, der ist gut. 2 haben, okay. Ui, sie hat Internet. Anscheinend ist es irgendwie angekommen. Okay, aber bei LAN weiß man nie. Bei LAN weiß man wirklich nie, ob es ankommt oder nicht. Weil manchmal macht sie ihr Handy aus, wenn sie gerade irgendwie am Lernen ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich noch was dazu schreiben soll. Irgendwie so, ich weiß nicht, was ich machen soll und so. Muss unbedingt mit dir reden. Ich glaube, das ist ganz gut. Unbedingt mit dir reden. Gott. Heule voll. Aber ich glaube, so würde jeder reagieren, oder? Ich habe mich schon den ganzen Tag nicht gemeldet und jetzt kommt auf einmal wieder das. Nicht, dass sie irgendwie sich schon denkt, dass es ein Prank ist. Lan ist nicht online. Na toll. Mann, ich brauche eine beste Freundin gerade zum Reden, Lan. Bob, bist du nicht online, okay? Bin hier schwanger von irgendjemandem. Eigentlich von meinem Stift gerade, aber... Mann, ey, ich möchte gerne ernst genommen werden. Oh mein Gott, ich spüre das Baby. Das grummelt. Es sagt mir, es hat Hunger. Ich habe Magenknurren. Ich habe echt Hunger. Mein Food-Baby muss doch noch wachsen, Mann. Lan hat mir geschrieben, gerade eben. Oh mein Gott. Okay, sie hat geschrieben, oh, was ist los? Also es funktioniert irgendwie. Ich glaube, sie denkt, irgendwas ist wirklich passiert. Kann das irgendwie selbst nicht so ganz glauben und ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ist noch ein Heul-Emoji. Soll ich noch was dazu schreiben? Keine Ahnung. Ich glaube, ich warte erstmal ab, was Lan dazu sagt. Ich glaube, das klingt schon sehr nach Drama, oder? Ich glaube, sie nimmt mich jetzt ernst. Lan hat jetzt zurückgeschrieben. Hä, was ist denn los? Okay, jetzt packen wir aus. Okay, ich habe jetzt geschrieben, okay, kannst du dich noch daran erinnern, als ich dir davon erzählt habe, dass meine Tage irgendwie nicht kommen und ausbleiben? Mal gucken, wie ihre Reaktion sein wird. Ich glaube, das Erste, was du denkst, so scheiße, ist sie jetzt schwanger. Lan hat jetzt geschrieben, ja, was ist damit? Okay, ich glaube, sie denkt sich das schon, aber sie spricht es gerade nicht aus. Okay, was schreiben wir denn jetzt zurück? Hm.
Ich habe jetzt auf jeden Fall geschrieben, dass sie ja zum Spaß meinte, du bist bestimmt schwanger. Das hat sie wirklich gesagt. Und ja, jetzt habe ich den Test gemacht. Ich habe den Test gemacht. Okay, ich habe jetzt gar keine Ahnung, von wem es sein soll, aber ja, ich muss mir gleich irgendwas einfallen lassen, glaube ich, weil sonst wird sie mir das überhaupt nicht abkaufen. Oh mein Gott, Mann hat geschrieben und ich glaube nicht, was sie geschrieben hat. Und zwar das da. Du bist doch nicht wirklich schwanger, oder? Du hast nicht mal einen Freund. Wie soll das gehen? Zeig Tess. Als würde ich dir das glauben. Nein, nein. Scheiße, Leute, ich muss mir irgendwas überlegen. Ich schwöre, von wem schwanger? Das ist von dir selbst. Oh mein Gott, hör auf, nimm mich mal ernst, okay? Von Julian? Haha, nein, Mann. Obwohl, könnte ich eigentlich sagen, oder? Sie kennt meinen Nachbarn. Sie kennt auch den anderen Nachbarn von mir, der übrigens neu eingezogen ist, wo ich mir dachte, ist der süß. Das ist kein Scherz. Ja, und dann hat Lan geschrieben, genau, hast du Test gemacht? Und ich so, nee, nicht Julian. Du weißt, ich finde doch einen, der mit seiner Family eingezogen ist, ins Haus so cute. Und ja, irgendwie hatte ich was mit dem und es war mir einfach zu unangenehm. Und was macht Lan? Sie veräppelt mich. Sie veräppelt mich mit diesen Bildern. Sie sagt, oh mein Gott. Sie glaubt doch nicht ernsthaft, dass ich das tue. Aber ich habe dich nie mit ihm gesehen. Ja, weil wir ja nicht zusammen sind. Okay, woher willst du wissen, dass du schwanger bist? Und da habe ich natürlich gesagt, habe einen Test gemacht und meine Tage kamen nicht. Warte, ich schicke erstmal ein Bild von der Verpackung, oder? Ich glaube, bevor wir den Test raushauen, erstmal die Verpackung. Okay, ich habe jetzt geschrieben, das muss stimmen, aber kein Plan, was ich tun soll, Mann. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Na, jetzt hilf mir mal. Ich bin von meinem Nachbarn schwanger und er weiß nichts davon. Das war nur eine einmalige Sache und ich bin nicht mit ihm zusammen. Und ja, hilf mir mal. So, wir schicken ihr jetzt noch ein Bild von dem Schwangerschaftstest. Ein bisschen weiter weg, damit man das nicht so scharf sieht. Meine Fingernägel muss man sehen. Ein bisschen vom Sofa, damit sie mir das glaubt, dass es nicht irgendwo aus Kugel ist. Sie? Glaubt sie mir das jetzt? Leute, ich glaube, der Prank funktioniert. Was machst du gerade? Geht es dir gut? Oh, wie süß ist Lan, bitte. Bist du bereit für ein Baby? Ja, natürlich bin ich nicht bereit für ein Baby von meinem Nachbarn. Ich bin nicht mal mit ihm zusammen, Lan. War ja nur einmalig. Weiß er das? Nein, er weiß von nichts. Ein bisschen Drama jetzt wieder? Heul voll. Oh mein Gott. Bist du gerade zu Hause? Willst du, dass ich vorbeikomme? Wir können zusammen zum Arzt gehen. Oh, wie süß ist Lan und dich beraten lassen. Das ist so süß. Oh, warum ist Lan so süß gerade? Oh mein Gott, was ist los mit dir? Aber sie glaubt es, Leute. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass sie mir das nicht glaubt, aber okay. Dann habe ich versucht, ihr klarzumachen, dass die ganze Situation jetzt ein bisschen doof gelaufen ist, ne? Ich habe es nur ein bisschen anders geschrieben. Was schicken die Baby-Emoji? Party, ich kann Babyklamotten mit dir kaufen. Ein Kinderwagen. Nein, nein, Leute, lass das mal lieber. Ich weiß nicht, ob ich das gleich mal auflösen sollte. Das ist nur ein Prank. Du musst ihm das sagen oder gib mal seine Nummer. Ich schreibe ihn an, warum er dich... Nein! Nein! Das hast du nicht geschrieben! Du musst ihm das sagen oder gib mal seine Nummer. Ich schreibe ihn an, warum er dich geschwängert. Er steht dahinter, aber ich glaube, hat, meinte sie. Gib mir seine Nummer oder ich komme nachher und wir gehen ins Krankenhaus direkt. Muss man deswegen direkt ins Krankenhaus? Das ist ja voll Drama jetzt. Ja, und dann kam der Beschützerinstinkt von Lan zutage. Sie sagte gleich, was, gib mir seine Adresse. Und ja, ich habe ja gesagt, ich habe nicht mal seine Handynummer, aber er wohnt ja über mir. Und dann, ja, ach so, okay, dann soll er sofort mit uns mitkommen. Und ich komme gleich und hole den Kerl zu dir. Oh mein Gott, was ist los? Dreiergespräche mit Lan. Er soll dich ins Krankenhaus fahren. Hast du irgendwelche anderen Symptome? Ich glaube, ich sollte sie mal anrufen. Okay. Hast du das gesehen? Ja. Das ist no joke, Lan. Du musst zum Arzt. Ja, ich glaube auch. Ich komme gleich. Brauchst du nicht? Das ist doch nur ein Prank. Lan, du wirst keine Tante. Keine Patentante. Du bist nicht verarscht. Ich habe jetzt meine Zeit verschwendet, so mit dir zu
Kamera. Ich sehe nur Augen und Nase. Ja, schön für dich. Dahin bekommen, ha? Ich habe ernsthaft im Internet gegoogelt, wie man einen Test fälschen kann. Und die erste Variante war, einen Fake-Test direkt zu kaufen. Das gibt es als Scherzartikel, aber es war mir zu teuer. Also habe ich einen echten gekauft. Und das habe ich mit einem Feinliner angemalt. Lan, guck mal. Ich habe noch Cola und Apfelsaft probiert, aber funktionierte nicht. Sollte angeblich ein Hack sein, aber ja. Geil, oder? Ja. Hast du dich schon auf ein Baby gefreut? Und du warst so fürsorglich, Lan. Nie wieder. Nie wieder. Ja, ist so lustig. Du bist wieder gefreut. Weißt du, dass ich beschäftigt bin? Du bist am Nerven. Auf jeden Fall schreibt mir jetzt Lan nicht mehr. Ich glaube, sie hat keinen Bock mehr auf mich. Ich glaube, bald sind wir keine besten Freunde mehr, wenn es so weitergeht. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Mehr Pranks oder mehr verrückte Videos mit Lan. Und abonniert gerne meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dann wisst ihr immer Bescheid, wann ein neues Video online ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!